Sondern ist doch wohl ein Appenzeller-Pauli, der in Australien zusammenkommt. Und das sind zwei total verschiedene Kulturen. Die hat noch nie angefangen zu diskutieren miteinander. Dann haben geschwätzt und gemacht miteinander und dann zum Mal sind sich nie ins Prallen reingekommen, ins Brechtling. Und dann nachher hat der Appenzeller-Pauli prallt, ja, weil er ein Hemd hat. Ein Hemd ist das Bauerngötti von einem Bauer. Vielleicht der eine oder andere kennt da ein Hemd, ich weiß nicht, ob er bei uns hat. Ja, einfach zu Bauerngötti. Dann hat es angefangen, vor allem wer das Grösse Hemd zu haben. Und dann hat der Appenzeller eben angefangen, ja, er hat eine ebenwackere Hemd. Im Sinne gegangen vom Gaben, bis in den Wald runter, vom Haag nach oben, bis ins Wüstsäle für ihn und wieder ins Gadenex zu. Dann hat er zwei Jahre gewohnt, hat er in Australien auch angefangen zu lachen. Und hat das Pauli zum Fragen schnell, sie wundern, warum er sehr lacht. Da sagt er, bis er um seine ganze Hemd um sei, vergangen drei Tage. Da sagt er, hat das Pauli angefangen zu lachen. Und er sagt, ja, ein astig, nützliches Chipli habe ich auch mal gehabt. Ja.